Du, ich brauche deine Hilfe. Ruf mich zurück. Bitte. Verwertbaren Abdrücke bis jetzt. Auch an der Wohnungstür sind keine Einbruchsspuren. Das Opfer hat den Täter wohl reingelassen. Naja, oder derjenige hatte einen Schlüssel. Ich hab noch was. Das lag neben der Leiche. Ist noch angewiesen. Vielleicht hat sie kurz vor dem Tod noch telefoniert. Ja, dann hat der Gesprächspartner ja vielleicht was mitbekommen. So könnten wir den genauen Todeszeitpunkt ermitteln. Wir werden den Anruf checken. Okay. Morgen, Alex. Tut mir leid. Der Verkehr war die Hölle. Was ist passiert? Claudia Laub, die Mieterin. Guck selbst. Ich wurde ja grausam zugerichtet. Ja. Ihr wurde mehrfach in die Brust gestochen. Aber ich glaube nicht mit einem Messer, eher mit einem Schraubendreher oder sowas. Todeszeitpunkt irgendwann letzte Nacht. Die Nachbarin hat die Kollegen informiert. Ich war mir sicher, dass mit Claudia irgendwas nicht stimmte. Sie war die letzten Tage echt so seltsam drauf. Und heute früh bin ich zu ihr rüber und wollte mit ihr reden. Aber sie hat nicht aufgemacht. Genau, und ihr Telefon war dann auch noch die ganze Zeit besetzt. Dann bin ich noch mal rüber und hab geklopft. Aber es war total ruhig in der Wohnung. Und da hab ich's mit der Angst zu tun bekommen. Hallo, Schatz. Hallo. Stell dir vor, Claudia, sie ist umgebracht worden. Oh Gott. Das ist mein Mann Roland. Ist Ihnen in der letzten Nacht etwas aufgefallen? Gestern Nacht um 11 habe ich so ein Poltern im Treppenhaus gehört. So wie wenn jemand schnell die Treppe runterläuft. Ich bin dann ans Fenster und habe gesehen, wie ein Auto wegfuhr. Es war so ein dunkler Wagen. Haben Sie das Kennzeichen erkannt? Die Automarke? BMW oder Mercedes. Irgend so was Schickes. Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie etwas mitbekommen? Ich? Nein. Ich war gerade mit dem Hund draußen. Wer ist das? Claudia! Was machen Sie da? Ich muss wissen, wer das ist. Gehen Sie da weg! Stopp! Haben Sie den Mann nicht gehört? Weg da! Was ist denn los hier? Frank? Er ist ein ehemaliger Kollege. Frank, komm. Claudia. Wir waren zusammen. Hallo, Staatsanwältin Brigitte Weber. Ich betreue den Fall. Vize vom K11. Ja, sehr gut. Dann können Sie ihn ja gleich mit zur Vernehmung nehmen. Wieso denn das? Weil Sie möglicherweise der Täter sind. Wie bitte? Ich bin doch gerade hier erst angekommen. Das sollen wir wohl glauben. Ich fasse es ja nicht. Sie spinnen wohl. Komm, ich bin hier gerade erst. Komm, wir machen das schnell und dann bringen wir dich nach Hause. Das mit uns war seit 1-2 Monaten vorbei. Hier, bitte. Das hat einfach nicht funktioniert. Wie lange wart ihr denn zusammen? 2 Jahre. Das war eine starke Zeit. Ich bin schon lange nicht mehr so glücklich gewesen. Und nach dem Schluss habt ihr euch nicht mehr gesehen? Nein. Claudia hat hin und wieder mal angerufen und eine Nachricht auf dem Band hinterlassen. Aber ich hatte keinen Bock, mit ihr zu reden. Aber dann war da diese merkwürdige Nachricht heute Morgen auf dem Band, dass ich sofort zu ihr hingefahren bin. Hätte ich doch bloß schon das Band gestern Nacht abgehört. Darf ich? Dienstag, 22.46 Uhr. Frank? Du, ich brauche deine Hilfe.
Ruf mich zurück. Bitte. Frank, das tut mir leid. Mann, Alex, der Typ ist echt fertig. Und er hat sich nicht unter Kontrolle. Er hat einen Polizisten angegriffen. Ja, mein Gott, er hatte gerade erst erfahren, dass seine Ex-Freundin tot ist. Glaubst du also, er hat mit der Sache nichts zu tun, ja? Frank hat vielleicht Probleme, aber er ist kein Mörder. Reden Sie gerade von Frank Sörensen, dem Hauptverdächtigen in Ihrem Fall? Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist Frau Weber, die zuständige Staatsanwältin, solange Herr Kikidaz auf Lanzarote ist. Wir hatten bereits das Vergnügen. Ja. Wie kommen Sie denn eigentlich darauf, dass Frank etwas mit der Sache zu tun hat? Nun, sein Verhalten am Tatort war ja bereits mehr als auffällig. Ich habe mir das Protokoll der Vernehmung durchgesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass nur er in Frage kommt. Ach, und wieso? Er war mit dem Opfer liiert und wurde verlassen. Die Frau hat ihn um 22.46 Uhr angerufen. Kurz darauf war sie tot. Sie hat ihn angerufen, aber er war beim Spazieren. Das behauptet er. Ich meine, es gibt keine Einbruchsspuren am Tatort. Und der Ex-Freund besaß noch einen Wohnungsschlüssel. Und wie wir alle wissen, ist der Mann psychisch ein Wrack. Herr Sörensen und das Opfer waren seit Wochen getrennt. Also warum sollte er ausgerechnet jetzt so ausflippen? Das wüssten Sie, wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, einen Blick in den Obduktionsbericht zu werfen. Entschuldigung, aber das konnten die Kollegen noch nicht. Dafür war noch keine Zeit. Hier, die Tote war schwanger. Offenbar wollte Ihr alter Bekannter sich eine lästige Ex-Freundin und ein ungewolltes Kind vom Halse schaffen. Ein DNA-Test wird Aufschluss über eine mögliche Vaterschaft geben. Wir werden ihn noch mal vorladen. Claudia war schwanger? Ich habe persönlich mit ihrer Frauenärztin gesprochen. Ihre Ex-Freundin wusste seit knapp einer Woche, dass sie schwanger war. Sie hat sich über die Möglichkeit einer Abtreibung informiert. Abtreibung? Nun, der Erzeuger war offenbar nicht besonders begeistert. Ich wusste nicht, dass sie schwanger war. Also die Zeugung hat vor etwa 9 Wochen stattgefunden. Zu der Zeit warst du noch mit ihr zusammen. Sie wollten das Kind nicht. Und da haben sie versucht, ihre Ex-Freundin zu einer Abtreibung zu überreden. Und als das nicht geklappt hat, da haben sie sie einfach umgebracht. Sie sollten jetzt besser gestehen. Mein Mandant wird überhaupt nichts gestehen. Wer sind Sie denn jetzt? Dr. Arnulf Specht. Ich bin der Anwalt von Frank Sörensen. Arnulf, was machst du denn hier? Ich wollte dich mal wieder besuchen. Aber deine Nachbarin hat mir erzählt, dass du hier bist. Mensch, du hättest mich sofort anrufen müssen. Entschuldigung, können wir dann mit der Vernehmung fortfahren? Ja, aber deswegen bin ich doch hier, Frau Kollegin. Schauen Sie mal. Ich habe mir mal Ihre sogenannten Beweise angesehen. Die sind ja wohl absolut lächerlich. Mein Mandant und ich, wir werden jetzt gehen. Aber keine Sorge, Sie werden noch von mir hören. Ich werde eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie einleiten. Komm, Frank, wir gehen. Tja, geh ruhig. Tschüss. Tja. Der Specht, das alte Schlitzohr. Ich hätte echt nie gedacht, dass ich mich mal freue, den zu sehen. Echt? Ach, was ist denn los mit dir? Da bist du ruhig. Ja, wegen Frank. Ich kenne ihn ja schon so lange. Er war mein Ausbilder. Der hat das Schießtraining gemacht. Es war ein richtig guter Polizist und richtig lustig. Kaum zu glauben. Ja. Und dann war er beim SEK Scharfschütze. Er musste jemanden töten. Er hatte keine andere Wahl. Und damit ist er wohl nicht klargekommen? Überhaupt nicht. Der Täter war gerade mal 17 Jahre alt. Naja, und dann wollte Frank eine Therapie machen. Ja, aber seine Ehe ist kaputt gegangen und dann hat er den Dienst quittiert. Tja. Es ist ja schön, dass Sie hier so in aller Ruhe ein Schwätzchen abhalten. Aber vielleicht sollten Sie sich bemühen, weitere Beweise für die Schuld Ihres Freundes zu suchen. Frau Weber, ich glaube, wir konzentrieren uns ein bisschen zu sehr auf den Sörensen. Wir werden wie immer in alle Richtungen ermitteln. Gut, dann tun Sie das. Aber ich möchte über jeden Ihrer Schritte informiert werden. Über jede kleinste Kleinigkeit. Die Kollegen von der Streife haben angerufen. In der Wohnung des Opfers wurde eingebrochen.
Vielleicht hätten wir mit deinem Kind noch mal neu anfangen können. Vielleicht hätte ich ja dann endlich einen Schlussstrich unter meine Vergangenheit ziehen können. Warum bist du hier eingebrochen? Ich bin nicht eingebrochen. Ich hatte noch meinen Schlüssel. Ich wollte sie noch mal sehen. Frank, du darfst jetzt nicht durchdrehen. Die Staatsanwältin hat's auf dich abgesehen. Ich hab sie nicht umgebracht, Alex. Ich weiß. Komm, ich bring dich jetzt nach Hause und dann schläfst du dich erstmal richtig aus. Okay?